Hi und herzlich willkommen auf Scubanaut. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Mal soll es um etwas Neues gehen. Und zwar habe ich hier das Fantasy FA6500 Housing für meine Sony Alpha 6300. Das ganze Gehäuse habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma Hydronalin. Danke nochmal an die Völz für den Support, dass du mir das Gehäuse zum Test oder für dieses Review zur Verfügung gestellt hast. In diesem Review soll es erstmal um das Thema Unboxing gehen. Klar, was kauft ihr hier, in welchen Paketen gibt es das Ganze, was kostet euch das und was bekommt ihr dafür? Und in den nächsten Folgen, die in den nächsten 2 bis 3 Wochen erscheinen werden, möchte ich auf weitere Portsysteme eingehen, auf wie kann ich die Kamera in das Gehäuse setzen, wie funktioniert das Ganze, wie ist die Haptik, wie sind die Funktionalitäten, sind die Knöpfe einfach zu bedienen und so weiter und so fort. Das Ganze gefolgt dann von einem Real-World-Test, das heißt, ich werde am 20.10. das ganze Gehäuse mit unter Wasser nehmen, um euch zu zeigen, wie das denn so unter Wasser auch funktioniert. Und werden meine Erwartungen erfüllt? Das weiß ich noch nicht. Ich habe das Gehäuse noch nicht mal ausgepackt. Das werden wir jetzt mal gemeinsam tun. Gucken, was dabei ist. Also herzlich willkommen zum ersten Teil des Fantasy FA6500. Wir fangen jetzt mit dem Unboxing an. Seid gespannt. Bis gleich. Was haben wir denn hier Schönes? Einmal haben wir das Gehäuse selbst. Da kümmern wir uns jetzt in dieser Folge drum. Dann haben wir hier den Flatport, weil das Gehäuse kommt ohne Port erstmal ausgeliefert. Wir haben hier zusätzlich den Flatport für das Sony Selb 1650, also das Kit-Objektiv der Sony A6300 von 16 bis 50 mm. Und zudem haben wir hier noch den Lens Gear Ring, damit wir auch unter Wasser zoomen können. Ohne das gute Stück funktioniert es nämlich nicht. Die beiden Punkte packen wir aber erstmal beiseite, denn heute soll es erstmal nur um das Gehäuse selbst gehen, welches wir hier bekommen haben. Ja, das Gehäuse selber liegt in einem Preisrahmen von knapp unter 1000 Euro, 989, müsste ich nochmal genauer gucken, schreibe ich euch aber unten in die Videobeschreibung und einen Link zum Hydronalin-Shop. Nochmal danke, Andi, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Jetzt gucken wir aber rein. Ich halte euch schon wieder hier, ich spanne schon wieder auf die Folter. Wollen ja sehen, was drin ist. Also machen wir erstmal ein kleines Unboxing. Wir nehmen mal unseren Deckel ab. Wie gesagt, erste Mal, ich habe es vorher noch nicht ausgepackt, Premiere für uns alle. Ich hole es mal raus, das Ganze noch schön in einer Butterbrotshülle eingepackt, schieben den Karton erstmal beiseite und packen jetzt das Gehäuse aus und schauen mal, was uns da erwartet. Ich muss sagen, das ist ganz schön schwer. Respekt. So von der Haptik her direkt, schönes Gefühl, wirkt sehr wertig, toll. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier das Polycarbonatgehäuse der Firma Fantasy für die Sony A6300 und A6500. Beide Kameras passen rein. Es gibt einen kleinen Umbausatz, der glaube ich noch dabei ist. Da müssen wir ein bisschen schrauben, damit wir unsere A6300, mit der ich hier gerade Filme einbauen kann. Das machen wir aber zusammen. Gut, jetzt gehen wir doch erstmal auf die Kamera selber ein. Wie gerade schon gesagt, die Haptik ist wirklich toll. Es liegt gut in der Hand. Es ist relativ schwer, muss ich sagen. Wirkt aber gut. Schön verarbeitet. Echt toll. Ja, wir haben natürlich alle Knöpfe verfügbar, die wir auch an der A6000 haben. Oder A6300 und A6500. Wir haben unseren einen Ausschalter. Wir haben unsere Custom-Knöpfe, Programmwahlrad, unseren Auslöser, den wir hier haben. Auch schöner Kipphebel. Fühlt sich gut an. Wir haben unsere Wahlräder, die wir haben. Menü durchwählen, Funktionstasten, automatischer Fokus, manueller Fokus, Blitz und so weiter, was uns natürlich bekannt ist. Und hier haben wir noch das Zoomrad, welches später den Lensgear, diesen hier, quasi bewegt, dass unsere Linse zoomen kann. Kommen wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge drauf zu sprechen. Gut, ich stelle es erstmal beiseite, weil wir wollen ja gucken, was ist denn noch mitgeliefert in der guten Packung. Wir stellen das hier erstmal vorsichtig hin. Was haben wir denn hier noch in der Packung? Ich sehe, hier ist noch ein kleiner Karton. Schieben die Kiste mal wieder beiseite. Ich glaube, sonst ist da nichts drin. Genau. Kiste brauchen wir nicht mehr. Wir gucken. Ich stelle mal ganz beiseite. Die nervt hier gerade nur. So. Hier haben wir noch ein kleines Zubehörpaket, so wie es aussieht. Ich schaue mal rein. Und wir gucken mal vorsichtig, was uns da jetzt alles entgegenkommt an kleinen Teilen. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein kleines Werkzeug, FML1 Lensport Opening Tool. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich, um den Lensport zu öffnen. Legen wir mal beiseite. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein bisschen Zubehör, ein Aufkleber und O-Ringe und Silikon. Und noch ein Reinigungstuch. Gut, brauchen wir. Legen wir aber auch erstmal beiseite.
was haben wir noch? Natürlich haben wir hier noch eine Anleitung. Haben wir noch nicht reingeguckt, das Instruction Manual. Das schaue ich mir später natürlich auch nochmal an, bevor wir das Ganze hier zusammenbauen und wir noch was falsch machen und womöglich noch was kaputt machen. Das wollen wir nicht. Nimmt von unserem Andi einen auf den Deckel. Gut, legen wir erstmal beiseite. Gucke ich mir später einmal an. Und das war's. Mehr ist nicht drin. Gut, hier war aber noch ein Conversion Kit. Genau, das ist ja das, was ich gerade schon mal gesagt hatte. Ich hoffe, man kann sehen und die Kamera fokussiert. Für die Sony A6300 müssen wir nämlich noch ein paar Kleinigkeiten umbauen. Wir schauen mal, was haben wir denn hier drin? Wir haben hier drin einmal ein C-Shaped Wash. Was soll das? Was steht da drauf? Ich kann es nicht lesen. Ich packe es nochmal etwas weiter auf. C-Shape Washer. Ah, okay. Hier so kleine Sprengringe. Und das hier sind all unsere kleinen Teile, die wir nachher verbauen müssen im Gehäuse, damit unsere Funktionsschalter auch funktionieren. Ich lege es mal vorsichtig hier auch beiseite. Wir haben hier noch ein Extended Shutter Release Lever. Genau, dieses gute Stück. Wir haben hier den Releaser, den Release Shutter zur Auslösung. Der hier ist etwas größer. Da müssen wir mal gucken, ob wir den brauchen später mit unserem Zweihandstativ. Vielleicht ist das dann einfacher für uns auszulösen. Ich lege es auch erstmal weg. Wir haben eine Handwurst. Ganz nützlich, wenn man es braucht. Ich brauche es vermutlich nicht, aber es ist dabei auf jeden Fall. Ne? Dann könnt ihr es an euren Handgelenk festmachen, das Gehäuse, und es haut euch nicht ab. Wir legen es auch mal weg. Und hier haben wir noch ein bisschen Werkzeug. Einen kleinen Schraubendreher und Abstandhalter. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Wir werden es aber sicherlich brauchen. Okay, super. Das heißt, hier haben wir unser komplettes Zubehör schon mal. Das heißt, wir werden noch ein bisschen basteln müssen, damit wir unsere Kamera verbauen können. Aber jetzt möchten wir doch sicherlich wissen, wie kommen wir denn rein? Wir wollen das Gehäuse mal aufmachen und uns das mal anschauen, wie es denn von innen aussieht. Erstmal haben wir hier vorne den Anschlussbereich, das Bajonett für unseren Port, für die verschiedenen Portsysteme, die es gibt. Da gehe ich aber in einer nächsten Folge nochmal drauf ein. Wie gesagt, wenn wir über den Port, über den Flatport sprechen, den ich hier habe, und dann erkläre ich euch nochmal, was es noch für Portsysteme gibt. Aber wie können wir denn unseren Port hier aufsetzen? Und zwar gibt es hier vorne einen Sicherheitsschalter. Den müssen wir erstmal öffnen, sonst können wir nämlich hier unsere Blende nicht abnehmen. Wir können das Ganze nach links drehen. Hier ist das Schloss und hier ist es offen. Die beiden Linien müssen übereinander sein. Ist wie beim normalen, wenn ihr eure Linse wechselt bei eurem Bajonett, zeigt es euch an. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier den Deckel abzunehmen und haben Zugang zum Gehäuse. Genau, hier sind jetzt erstmal noch keine O-Ringe drin. Abgedichtet wird, glaube ich, später über den Flatport selber oder über das Portsystem. Da müssen wir gleich mal gucken, da waren ja die O-Ringe dabei. Genau, das machen wir aber später. Ich setze jetzt erstmal wieder hier die Blende ein, damit uns da kein Staub, Schmutz, wie auch immer reinkommt. Wir verriegeln das Ganze wieder und machen den Sicherheitsschalter zu. Gut. Wie können wir es denn aufklappen? Und das finde ich bei dem Gehäuse ganz schön. Das habe ich auch schon mal in anderen Beschreibungen im Internet gesehen. Dieser hier ist wirklich, man kann ihn nicht aus Versehen öffnen. Ne? Wie wir sehen, es ist eigentlich fest. Wir müssen hier unten dazu die orangene Lasche drücken und können dann hier dieses Oval komplett nach links drehen. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Gehäuse aufzuklappen. Dann haben wir Zugang und sehen hier all unsere Schalterchen und Hebelchen, die unsere Kamera letzten Endes bedienen werden. Genau, hier sehe ich auch schon, hier müssen wir wahrscheinlich ein paar Kleinigkeiten später mit dem Conversion Kit umbauen, damit es für unsere Kamera passt. Da bin ich mal gespannt, ob wir das dann auch hinkriegen. Aber ich denke mal, gemeinsam sollten wir es schaffen. Genau, hier sehen wir einmal, ist der Halteadapter für die Kamera selber. Können wir Unlock machen. Das ist quasi unser fokussiert die Kamera, genau. Hier wird unsere Kamera drauf gemountet und dann können wir sie einfach rausnehmen und wieder reinschieben ins Gehäuse und locken. Na, hier ist ein kleiner Lockhebel, damit kann man es öffnen und schließen. Genau, zudem ist hier auch ein Leak-Sensor verbaut, etwas versteckt da unten drunter. Wenn also ein bisschen Feuchtigkeit ins Gehäuse laufen sollte, wird er mit einem Piepton und einem optischen Signal einer roten Lampe warnen, dass Feuchtigkeit eindringt. Das wollen wir natürlich nie hoffen, dass uns das passiert, aber im schlimmsten Falle kann es natürlich passieren. Okay, ich denke mal, was wir jetzt zunächst mal machen. Ich schaue mir mal eben kurz die Anleitung an zum Gehäuse, was wir denn hier umbauen müssen. Dann machen wir das einmal zusammen und setzen dann gemeinschaftlich
die Kamera in das Gehäuse. Ich denke mal, das wird ja alle sehr, sehr brennend interessieren. Und dann gehen wir nochmal auf so ein paar Details ein. Was kann das Gehäuse, was kann es nicht vielleicht, wenn ich es rausfinde, ich weiß es noch nicht. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich hoffe, euch hat das Gehäuse des Fantasy FA 6500 erstmal bis hierhin genauso gut gefallen wie mir. Ich muss sagen, Haptik gefällt mir schon mal sehr gut. Der Lieferumfang ist auch nicht schlecht, das, was in der Basis dabei ist. Einmal das Gehäuse mit dem Flatport zusammen. Und für den Preis von ja, schlappe 1000 Euro, etwas drunter, 980, 989, finde ich es bisher schon mal ganz in Ordnung. Das Conversion Kit, das werden wir jetzt noch nicht sofort einbauen. Dafür möchte ich mir das Handbuch noch ein bisschen genauer angucken, weil das wollen wir auch ordentlich machen, das Ganze. Das machen wir in der nächsten Folge. Die nächste Folge, wo wir dann das Kit verbauen, kommt in den nächsten 1 bis 2 Tagen raus. Und in dem Zuge werden wir dann auch die A6300, mit der ich jetzt gerade wieder aufnehme, auch einsetzen in die Kamera. In der dritten Folge schauen wir uns dann das Flatport-System an, was ich hier habe. Und dann gehen wir noch ein bisschen auf die weiteren Portsysteme ein, die Fantasy bisher bereitgestellt hat für das Gehäuse. Genau. Tauchen bin ich dann, wie gesagt, am 20.11. mit dem Gehäuse. Das heißt, 3-4 Tage später kommt dann das Video. Damit ihr die ganzen Videos nicht verpasst, würde ich euch bitten, haut mir ein Video raus, haut mir ein Abo raus auf YouTube und lasst mir Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr habt auch die Möglichkeit, diese kleine Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr definitiv keine weitere Folge. Ich packe euch nochmal alles Wichtige, was ihr über das Gehäuse wissen müsst, unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen lesen und nachrecherchieren und vielleicht beim Andi Völz auf hydronalin.eu mal vorbeischauen. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Florian. Ciao.